meine Damen und Herren. Jetzt ist es soweit. Wenn Sie uns gestern zugeschaut haben, wissen Sie, dass wir... Oh, guck mal hier. Da fällt der Hammer runter. Dann wissen Sie, wir tauschen mit dem Wirtschaftsmagazin Wieso geheime Botschaften aus. Sie wissen, montags immer Wieso. Und wir haben letzten Montag gesagt, wenn Sie sagen, herzlich willkommen bei bei Wieso, ja, dann heißt das, dass die Leute von Wieso möchten, dass wir unseren Bassisten die Haare waschen und schneiden. Ja? Und das ist tatsächlich passiert bei Wieso. Und deswegen machen wir das heute mal. Und ich habe auch schon was besorgt. Ich habe mal beim Teleshopping, kennen Sie, hier habe ich mir was bestellt. Und zwar hier dieses Exklusiv-Fellpflegeset von Daisy Mooshammer. Das Geile ist, wenn man das bestellt, kriegt man gleichzeitig noch so einen Köter dazu hier. Wirklich, der Rudolf Mooshammer hat ein Fellpflegeset rausgebracht für kleine Hunde. Hier, kann ich zeigen? Hundepflege-Shampoo. Und das gibt es hier jetzt für langes Fell und für kurzes Fell. Nehmen wir für langes Fell, oder? Pflege Hundehaarbad mit Seidenprotein schützt vor Austrocknung. Das hört sich gut an. Pflege Fellglanzspülung. Sehr gut. Genau das ist es eigentlich, oder? So, und jetzt müssen wir mal gucken, wer, vielleicht haben wir zufällig eine Friseuse hier im Publikum? Friseuse hier im Publikum? Friseur. Bitte? Ach, Sie sind Friseur? Ach, Sie sind gar keine Friseuse? Sind Sie? Ja, wir brauchen natürlich eine Klausel. Du musst schon die Haare von einer netten Dame gewaschen haben, oder? Ja. Mit dem Daisy den schon. Le Petit Chien Pflege Hundehaarbad. So, sonst keine Friseuse hier im Publikum? Na, gucken wir mal, wer sieht denn so aus wie eine? So, wer sieht denn hier so aus wie eine Friseuse? Möchten Sie alle nicht? Wer kann denn Haare waschen von Ihnen? Na? So. Möchten Sie gerne? Doch, doch. Sie gucken mich so an, als wollten Sie sagen, ja, ich will unbedingt, oder? Ne? Nee. Ja, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Vorsicht. Herzlich willkommen. Kommen Sie mit mir. Das hätten Sie nicht gedacht, oder? Nee. Ja. Sie sind die? Sandra. Sandra, ja. Herzlich willkommen, Sandra. Was machen Sie eigentlich? Ich arbeite eigentlich auf einer Bank und nicht bei dem Friseur. Naja, macht nichts. Am Morgen haben Sie einen neuen Job. Ja? Nee, so, Klaus, bitte mal rüber. Das ist super, oder? Kannst Klaus, die Haare waschen, ja, oder? Das haben Sie schon immer gewünscht, oder? Ja, bekomme ich auch Handschuhe. Ich glaube, wir haben das mal. Setz dich mal hin, Klaus. Setz dich ruhig mal hin. Unverschämt. Setz dich mal bitte hin. Setz dich ruhig hin. Ja, ich glaube, da haben wir sogar für gesorgt. Ja, Handschuhe haben wir hier. So richtige Spülhandschuhe, da kommt nichts durch. Keine Angst. Das ist Zwerge gemacht, hier, kann das sein? Ja. So, du musst dich natürlich... Ja, ziehen Sie ruhig an. Da passe ich nicht rein. Ist ein bisschen eklig mit ohne Handschuhe, ne? Wäre ein bisschen eklig gewesen, oder? Ja. So, welches nehmen wir denn? Pflege Hundehaarbad oder Pflege Fellglanzspülung mit Seidenprotein? Das eine erleichtert die Kämmbarkeit. Das andere schützt vor Austrocknung. Muss ich die nachher auch noch kämmen? Ja. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das, was die Kämmbarkeit erleichtert, ja? Hier steht auch angenehmer Duft bei, das ist sehr wichtig. So, dann gucken wir mal hinten drauf. Ja, gut, dann würde ich sagen, hier geht's Wasser an. Ja? Dann, ich riech mal gerade dran. Wie es riecht. Haben Sie schon mal Hundepflegeshampoo gerochen? Nee. Das ist normal. Oder? Ja, riecht gut. Riecht gut, ne? Ja, sehr gut. Darf ich vielleicht auch mal riechen? Dann Sandra, ne, war richtig? Ja. Sandra. Ja, dann würde ich sagen, Sandra, legen Sie einfach mal los. Ja? Wir beobachten das dann und melden Sie sich, wenn Sie soweit sind. Ich wollte nicht länger waschen. Zu klein hier. Bitte was? Sie wollten nicht länger waschen? Muss ich viel länger waschen? Ja, bis Sie fertig sind. Ne? Ja, ein bisschen, Sie machen das schon professionell. Als hätten Sie schon mal gemacht. Okay, Sie legen los und sagen dann, wann Sie soweit sind. Kleiner Applaus für Sandra, meine Damen und Herren. Sandra, wenn das gut klappt, dann kriegen Sie auch ein Bombengeschenk gleich. Bitte was? Das Wasser wird nicht warm? Ist egal, nehmen Sie kaltes. Ja. So. Ja, das hier, das stellen wir dann mal wieder weg. So. Was könnten wir denn der Sandra gleich schenken?
Geht's gut? Ich will kein kaltes Wasser. Was heißt denn will? Was heißt denn, ich will kein kaltes Wasser? Sagen, was bist du denn für eine Memme? Machst du einen auf Hardrocker und sagst, ich will kein kaltes Wasser? So, meine Damen und Herren, dann freue ich mich jetzt. Ja, vielleicht gucken wir erstmal noch ein bisschen zu. Das sieht schon gut aus, oder? Wenn da Wasser drauf ist, merkt man erstmal, wie wenig Haare du eigentlich hast. Ja, ja, alles durch. Bitte, was hat er gesagt? Das sieht ja, das läuft schon gut, oder? Lassen Sie es ruhig kalt. Jetzt wird's heiß. Ja. Im Moment heißt es aber auch nicht so gut. Und? Oh, herrlich. Fallen die Tiere schon von alleine raus? Ja. Ja. Das ist ja pure Neid, sag ich schon. Ich sag jetzt, wenn es so lässt jetzt, so gegelt nach hinten, dann sieht es schon ein bisschen so aus wie Thomas Anders im Endstadium. Ja, tu richtig drauf, Sandra. Ja, ordentlich. Ja. Entschuldigung, was? Ja. Und schön einmassieren, ja, auch in die Ohren. So, das läuft gut. Okay, da gucken wir dann mal zu, dass die Sandra das richtig macht.